Vielen, vielen, vielen Dank und schönen guten Abend auch nochmal von uns. Wir sind das Duo Al-Hayat Thiele und wir machen irakische Makam-Musik. Sef hat schon ein bisschen was dazu gesagt. Man kann vielleicht noch dazu sagen, das Wort Makam in Verbindung mit Musik hat eigentlich zwei Bedeutungen. Und das eine sind die Makamat, das sind eben diese eigentlich vier Töne, man sagt auch Tetrakorde dazu, aus denen die Tonleitern gebaut sind. Und das sind Ganztöne, Halbtöne und auch diese markanten Vierteltöne. Das sind die Makamat und das Wort Makam ist aber auch eigentlich der Titel für die Art und Weise, wie man diese Tonarten und Tonleitern verwendet und die Regeln, weil wir improvisieren sehr viel, es gibt Regeln dafür, wie man improvisiert. Und wir haben uns quasi zur Aufgabe gemacht, diese irakische Makam-Musik einerseits zu bewahren und weiterzutragen, aber sie eben auch zu verändern und modern zu machen. Und das erste Stück, was wir gespielt haben, war ein Stück von dem Oud-Meister Munir Bashir aus dem Irak. Das hieß Bagdad. Und als nächstes spielen wir eine Komposition von Saif und die heißt Lamassat, was so viel heißt wie Berührung.
Vielen, vielen Dank. Und nun, wir kommen leider zu unserem letzten Stück, weil die so die Vorgaben sind. Ja, wir freuen uns, dass wir auch hier spielen zu dürfen. Nun, also wer von Ihnen uns nach Hause nimmt, wir haben letztes Jahr CD gemacht und die steht im Info, kann man mitnehmen. Und die CD heißt, das Duo steht, muss ich auch sagen, 13 Jahre. Also wir kennen uns schon 13 Jahre und wir arbeiten auch schon 13 Jahre. Ist vielleicht jetzt besser zu hören. Und unsere CD heißt Babylonian Dreams. Und das bedeutet also Ahlam Babilie auf Arabisch und babylonische Träume auf Deutsch. Und wir haben das die Name ausgedacht, also eine Hommage für diese Hochkultur in Babylonien. Und andererseits, also dass auch einfach Musik kann alle Grenzen überwinden und das geht auch hinaus und das spielt keine Rolle, mit wem man spielt, welche Nationalität hat oder welcher Geschlecht oder welche Region einfach. Ja, und danke. Und der letzte Stück heißt Sharqi Rest, ist das eigentlich irakischer traditionellen Maqam und Rest bedeutet für uns, dass es Hauptskala in arabischer Musik, dass das Maqam Rest und das Besondere an diesem Maqam hat zwei Vierteltone enthält. Das ist, was nicht gerade für die europäische Ohr angenehm ist. Aber wir hoffen, haben Sie viel Spaß dann mit uns. Vielen Dank.